Hi meine Freunde, heute wird es wieder sehr gesund, der Frühling ist wieder da. Ich möchte euch gerne einen Frühlingssalat zeigen und wir pflücken einfach alles, was wir hier finden, was essbar sind, schmeißen es schön im Salat rein, weil man sagt ja, Kräuter machen die Wintermüdigkeit weg und das möchte ich gerne mit dem Salat euch schenken und lernt da was raus, macht mit und die, die da neu sind, guckt das Video komplett an, abonniert, dann verpasst ihr auch nicht noch coolere Sachen, die ich hier in der Natur pflücke. Komm mit! Ja Leute, ich habe hier, das ist voll schön, sorry, dass es so windig wieder hier ist, ich habe die Knoblauchsauce gefunden, die ist perfekt für unser Frühlingssalat, die packen wir ein, dann haben wir schon mal Blüten und das Blatt schmeckt sehr, sehr lecker. Nehme ich ein paar mit. So, nehme ich erstmal so mit. Man riecht auch schon diesen Knoblauch raus. Sehr cool. Ja Leute, hier habe ich die Vogelmiere gefunden. Auch wieder so ganz nah an so eine Grenze. Aber ich bin sicher, alles gut. Ich pflück hier erstmal ein bisschen was. Für die, die gerne wissen möchten, was für ein Merkmal das hat, ganz cool ist das hier mit dieser Vogelmiere. Wenn man langsam auf... Oh, das war ein Vorführeffekt, sorry. Seht ihr das hier? Da ist so ein kleiner Gummi drin. Ist ein sehr, sehr cooler Merkmal. Aber macht euch erst schlau, ne? Mit den anderen Kräutern, die ich euch zeige, wenn ihr nicht euch sicher seid, ne? Aber hier ein kleiner Merkmal. Oh, und ist gerissen. Ja, packe ich jetzt erstmal schön ein. Ja Leute, ihr glaubt es einfach nicht. Der Waldmeister wächst hier schon und der riecht richtig gut und der schmeckt auch schon gut. Den will ich unbedingt in diesen schönen Frühlingssalat haben, weil der Waldmeister, der beherrscht den Wald und den müssen wir auch in unser Körper haben, weil der einfach so lecker ist und der ist halt so, so fein und so lecker im Mund. Mua, wirklich, das ist lecker. Da werde ich jetzt erstmal was abpflücken. Die Blumen sind noch nicht da, weil wenn die Blumen da sind, wird es, glaube ich, ein bisschen bitter. Jetzt ist eine perfekte Zeit, die zu pflücken. Ja, der Gundermann, auch eine sehr, sehr schöne Geschmacksexplosion, weil der schmeckt wirklich interessant und hebt doch mal, sage ich mal, den Salat doch mal an. Den möchte ich auch gerne mitnehmen. Und er hat noch schöne Blumen hier. Ne, schaut mal, die nehme ich mit, weil die schmeckt auch noch ein ganz wenig süß. Schmeckt man wahrscheinlich nicht sehr, sehr stark, weil die sehr klein sind. Aber den nehme ich jetzt auch nochmal mit. So. Und Insekten weg. Ganz cool eigentlich. Hier wächst auch gerade der Waldmais auch wieder. Hm. Oh, der Waldmeister ist richtig lecker. Aber mehr möchte ich hier nicht wegpflücken. Ich lasse jetzt erstmal die Stelle hier in Ruhe. Vielen Dank! Ja, Leute, ich habe jetzt noch eine wunderschöne Pflanze gefunden oder Baum. Das ist einmal die Kirschblätter mit den Blüten. Die müssen wir unbedingt mitnehmen, weil das macht unser Salat nochmal sehr, sehr bunt und schmeckhaft. Die Blätter schmecken wie der Waldmeister, ist schon sehr lustig. Und ich habe heute noch was gelesen, das muss ich euch sagen. Diese schönen geilen Wirkstoffe, ne? Die tun uns gut und alles, sie heilen. Ne? Die könnten heilen, das wollte ich einmal nochmal so sagen. Genau, so. Sind auf jeden Fall sehr gesund. Ob die heilen, weiß ich nicht. Ne? Die sind aber sehr gesund. So, ich pflück jetzt erstmal ein paar ab für den Salat. Schmeckt auch sehr, sehr pikant, sehr, sehr stark der Geschmack, aber ist auch sehr lecker. Gleich mit der Zitrone, der Limette habe ich dabei, schön mit Limette, Saft nochmal und ein bisschen Löffel Honig drauf mit dem ganzen Salat, dann glaube ich, haben wir einen schönen Frühlingssalat gleich. Aber ich glaube, das reicht, Leute.
Schaut mal, Gänseblümchen, auch eine sehr, sehr schöne Pflanze. Auch sehr nussig, auch im Geschmack. Die nehme ich jetzt erstmal mit, weil die im Salat macht es nochmal schön bunt und gelb und weiß. Auch eine sehr, sehr, sehr gesunde Pflanze. Ich habe mir mal so ein Video angeguckt von Timo G. Und der hat auch drüber gesprochen, über den Gänseblümchen, der irgendwie der 4 oder 3 Stück pro Tag macht. Macht die irgendwas, macht es meine Gesundheit oder irgendwas war das. Das ist ein sehr, sehr schönes Video von ihm. Und deswegen werde ich erstmal ein paar Minuten. Und ja, sorry für den Wind wieder. Das ist ja ein bisschen sehr windig. Meine Haare sind bekloppt. Egal, scheiße. Die Aufnahme nehme ich jetzt. Und Gänseblümchen habe ich auch schon mal. Perfekt, ne? Die packen wir jetzt in den Salat. Und dann, jetzt geht es erstmal weiter. Jetzt werden wir den Salat vorbereiten. Ich habe, glaube ich, jetzt alles. Ich werde mir jetzt erstmal schön in der Natur mich aufbauen. Und ja, dann basteln wir mal den Salat zusammen für unser Körper, dass der schöne Nahrung hat. Ich freue mich schon, das auch zu essen. Ja, hier habe ich mich schon mal aufgebaut. Die Sachen bräuchten wir. Wir bräuchten ein Messer, einmal eine Limette, bisschen Salz. Hier sind unsere Kräuter, bisschen Honig und das ist der Löffel. Da holen wir gleich den Honig raus. Ja, die werde ich jetzt erstmal ein bisschen schneiden. Es ist sehr windig hier. Ich weiß nicht, ich packe das erstmal hier. Jetzt müssen wir aufpassen, dass unser Salat nicht wegfliegt. So sieht der aus. Schaut. So, okay. Jetzt schneide ich den erstmal ein bisschen. Ja, das ist halt ein sehr, sehr feines, sage ich mal, Gemüse oder Salat. Da bräuchte ich gar nicht so viel zu schneiden. Ne? Habe ich mir aber auch extra ausgesucht, weil es halt einfach schön saftig, alles zärtlich ist, alles sehr angenehm im Mund ist und der Geschmack einfach noch sehr, sehr schön ist, weil es ist alles saftig. Es ist gar nichts, ist hier irgendwie zu alt. Ne? Hier ist alles schön, ne? Sehr, ja, sehr und, wie sage ich das, ne? Sehr frisch, einfach sehr frisch und riecht auch sehr interessant. So sieht der schon mal aus. Jetzt werden wir erstmal eine Limette aufschneiden, weil die ist sehr wichtig. Die holt noch mal ein bisschen Frische rein. So, eine halbe reicht eigentlich. Ihr könnt auch weniger nehmen. Kommt halt auch drauf an, wie viel ihr gepflückt habt. Bei mir reicht das ungefähr so. So. Boah, der riecht richtig gut. Honig ist auch sehr wichtig in so einem schönen frischen Salat. Darf keine Süße fehlen. Jetzt ein bisschen was rein. Oh, ja, das sieht schön aus. Und der letzte Honigtropf muss auch noch rein. Zack, perfekt. Ja Leute, dann ist der Salat schon fertig. Ich werde den jetzt probieren und euch sagen, ob der gut ist oder ob der lecker ist. Ich rühre den erstmal nicht. Ob er gut ist oder ob er lecker ist. Genau. Ob er gut ist oder ob er gut ist. Ich hoffe, dass er lecker ist. Ich denke schon, ich glaube, die Knoblauchsrauch ist jetzt ein bisschen jetzt nicht passend dort rein. Ich habe da nicht drüber nachgedacht. Sonst die ganzen Pflanzen passen voll gut zusammen. Aber Knoblauch in so einem süßen, leckeren Zitronensalat, ich weiß ja nicht. Okay. Keine Gabel. Ja, Gabel habe ich auch nicht. Boah, ist das geil. Ja, Leute, der Salat, sorry, ich meine, meine ganze Nase ist gerade so rot, weil diese ganzen Pollen hier rumfliegen. Aber ich finde der Salat wirklich sehr lecker, ist sehr kräftig, das holt wirklich alle Geister raus. Oder die, was sage ich mal, die Wintermüdigkeit auf jeden Fall. Ich werde das jetzt mal weiter essen. Die Knoblauchsrauke will ich schon weglassen, das stört gar nicht, aber ja. Ich finde, der Honig ist lecker, die Zitrone ist da schon richtig lecker. Der Waldmeister und die Kirschblätter sind sehr wichtig dabei. Und die Gänseblümchen sind auch da voll lecker, weil die noch so einen wunderschönen, harzigen Geschmack da irgendwie rausmacht. Ja, der Gundermann ist auch noch sehr kräftig, den kann man auch drinnen lassen. Die Kirschblüten, ja, ihr schaut euch das doch mal selbst an, das ist so schön. Ne? Das ist einfach nur pure Gesundheit. Ich habe jetzt den Salz vergessen, aber der muss, glaube ich, nicht da rein. Das passt, glaube ich, doch nicht. Den Salz könnt ihr weglassen. Ja. Ja, Leute. Wenn es euch gefallen hat, wie mir der Salat, dann abonniert, liked, schreibt in den Kommentaren, ob ihr auch sowas macht mit der Natur, ob ihr da Salate rausmacht, ob das langweilig ist. Jetzt
Ich bin wieder so stark, ist mir jetzt egal. Leute, das Video hat mir Spaß gemacht, das Essen hat mir gut getan. Haut rein, macht euch einen schönen Tag. Nächstes Mal einfach so. Guck mal, die ist voll schön. Das ist wirklich schön, ja. Warte kurz, der macht scharf, glaube ich. Macht der überhaupt scharf? Ja, das ist Salat. Ja. Der macht es einfach nicht scharf. Jetzt ist hier der später. Egal. Ciao! Und guten Hunger mit dem Frühlingssalat!